Traditionell sprechen wir ja mit den Landräten in unserem Sendegebiet zu Beginn des neuen Jahres. Und erstmals ist jetzt auch der Landkreis Elbe-Elster bei uns vertreten. Herr Heinrich Jaschinski, wie war denn das vergangene Jahr für Sie? Könnten Sie das mal kurz zusammenfassen? Ja, wir sind im vergangenen Jahr 2020, denke ich, sicherlich alle geprägt gewesen durch die Ereignisse Corona, wie sie sich fast vor 11 Monaten entwickelt haben. Und das hat natürlich auch die Verwaltungsarbeit im Landkreis Elbe-Elster geprägt und schlussendlich bestimmt, neben vielen einzelnen Aufgaben, die ja auch noch zu erfüllen sind, Investitionen, die abgearbeitet wurden, war es aber doch ausschließlich das Corona-Jahr 2020 auch im Landkreis Elbe-Elster. Was waren denn die wichtigsten Ereignisse im Landkreis? Ja, wir konnten aufgrund einer vernünftigen Haushaltslage unsere wichtigen Investitionen in der Infrastruktur, im Straßenbau, im Tiefbau und bei den Schulinvestitionen abschließen, auch planmäßig. Da bin ich sehr, sehr froh und sehr dankbar. Und wir haben auch im kulturellen Bereich für die Zukunft uns gut ausgerüstet bzw. nachgesteuert. Wir haben ja an einem Standort in Bad Limberda, in unserer Kurstadt, Banner Marionettentheatermuseum, eine neue Dauerausstellung eröffnet, Kaspars Welten. Dazu wurde das Museum komplett saniert, die Ausstellung neu konzipiert und wir haben dort ein tolles Familienprogramm und wir erwarten jetzt sehnsüchtig, dass auch wieder die Museumsbesucher eingeladen werden können und dort die ganze Familie kulturell genießen kann, auf Entdeckungsreise gehen kann, sich ausprobieren kann, mal hinter die Kulissen zu schauen der Puppentheaterwelt. Und so, denke ich, haben wir eine tolle Bereicherung in unseren Standorten auch zum kulturellen Angebot im Landkreis Elster im Jahr 2020 erfahren. Was hat Sie denn besonders bewegt in dem vergangenen Jahr? Woran erinnern Sie sich gern zurück? Ja, neben den ganzen Ereignissen um Corona erinnere ich mich daran zurück sehr gern, dass wir das Puppentheaterfestival traditionell zum 22. Mal im Landkreis Elster durchführen konnten, als die Lockerungen es zuließen. Wir haben durch die ständige Vertretung Taiwans hier ein tolles Geschenk erhalten, 5 sogenannte Tigergeneräle für die Dauerausstellung Kaspars Welten, sodass wir auch international damit werben können und Aufmerksamkeit erlangt haben als Landkreis Elbe-Elster. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Neben den Alltagsherausforderungen rund um Corona hat es mich sehr wohl gefreut, die hohe Motivationsbereitschaft, die hohe Bereitschaft der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dem Krisenstab zur Verfügung zu stehen, mal über das Alltägliche hinaus sich auch einzubringen und die Aufgabenstellung rings um Corona abzuarbeiten und das gemeinsam mit dem Rettungsdienst, mit dem Krankenhaus, mit den beteiligten Institutionen. Das ist auch eine Erfahrung, wo man selbst als Landrat Zuversicht und Kraft schöpft für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, für die nächsten Herausforderungen. Gab es denn Projekte, die Sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchführen konnten? Ja, wir sind ein Landkreis, der zwischen den Metropolen liegt, Berlin, Leipzig, Dresden. Wir sind ein ländlich geprägter Landkreis. Wir haben einen wunderbaren Naturpark in der Mitte des Landkreises Elbe-Elster. Und wir versuchen natürlich mit unserer intakten Natur, mit unserer Lebensqualität zu werben für Familien, die hier im ländlichen Raum ihre private Umfeld, ihre Zukunft aufbauen, Werbekampagnen. Und dazu sind natürlich auch die eigenen Veranstaltungen des Landkreises oder der Städte und Gemeinden zum sozialen Austausch, für die Kontakte, kulturelle Erlebnisse, Konzerte, Vorträge, Bildungskonferenz. Es sind viele, viele Veranstaltungen durch Corona halt vom Terminplan ersatzlos gestrichen worden. Und ich hoffe, dass wir vieles in diesem Jahr 2021 dann nachholen können, beziehungsweise dort anknüpfen, wo wir erfolgreich 2019 auch schon unterwegs waren. Sie haben es ja gerade angesprochen. Worauf können sich denn die Bewohner des Landkreises in diesem Jahr freuen?
Der Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft wurde ausgezeichnet mit einem Qualitätsprädikat vom Verband der Deutschen Naturparke. Das ist eines der höchsten Auszeichnungen, die man national erringen kann. Das zeigt für uns, dass hier wir einen wertvollen kulturellen Lebensraum haben in unserer Heimat. Und ich wünsche mir, dass mit dieser Prädikatisierung, mit dieser Auszeichnung, wir werben, dass auch mehr Menschen Lust haben, unsere Region zu entdecken, dass es wieder möglich ist nach der Corona-Zeit. Und die Menschen sehen sich ja danach. Und Naturverbundenheiten, Kulturschönheiten zu erleben, dazu darf ich einladen in den Landkreis Elbe-Elster. Und ein großes Highlight der kulturellen Entwicklung wird sein im September die Eröffnung der neuen Dauerausstellung auf Schloss Doberlug. Dort wird die einzigartige ostpreußische Sammlung Donau-Schlobitten zu sehen sein. Dort wird gewerkelt durch Handwerker und wir sind alle sehr neugierig und sehr gespannt, diese reichhaltige, diese interessante, diese bedeutsame europäische Ausstellung dann im September 2021 zu eröffnen, dass sie zugänglich ist unseren Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch ein Anlaufpunkt wird für Besucher, die dort ein Interesse haben und wir damit auch überregional wieder punkten können als Landkreis Elbe-Elster. Was haben Sie denn noch für dieses Jahr geplant? Welche Vorhaben und Projekte stehen denn an? Wir haben eine solide Haushaltsbasis. Wir sehen natürlich mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen der Steuereinnahmen wegen Corona. Das darf man nicht vergessen. Aber nach wie vor sind wir in der Lage, auch weiterhin zu investieren in unsere Infrastruktur. Das wird Kreisstraßen betreffen. Das wird ein Investitionsprogramm sein, dankenswerterweise des Bundes unterstützt, in den weiteren Breitbandausbau, wo wir im Frühjahr dann diesen Spatenstich vollziehen werden. Und wir werden auch Investitionen tätigen im Bereich des Katastrophenschutzes. Wir werden Rettungswachen neu bauen. Wir haben ja seit 2010 dort eine erfolgreiche Investition in die Arbeitsbedingungen bzw. die Standorte der Rettungswachen im Landkreis Elbe-Elster. Das wird sich fortsetzen. Und da bin ich sehr dankbar, dass uns das so gelingen wird. Dazu kommen die Fertigstellung eines bedeutenden Projektes hier am Gymnasium in Herzberg. Die Aula wird fertiggestellt werden, eine Investition über 2 Millionen, sodass wir doch viele Sachen auf den Weg bringen und viele Sachen in diesem Jahr auch mit den Investitionen dann beenden werden und der Nutzung übergeben werden. Und darauf freue ich mich schon auf das eine oder andere dann. Herr Heinrich Jaschinski, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und gutes Gelingen für alle Vorhaben, die Sie in diesem Jahr geplant haben. Vielen Dank für Ihr Interesse und alles erdenklich Gute und auf bald. Danke sehr.